das immer. Ich rede mit dem Internet. Ich rede mit dem Internet. So, wo waren wir? Was ist das denn los? Ich weiß schon gar nicht, wo ich war. Ne? Könnte ich vielleicht hier mal gucken, was in dem Ecken noch was gibt. Kommt noch keine Hilfe mehr, ne? Also ich bin jetzt etwas. Das ist eine riesige Säule. Die haben wir uns schon angeguckt. Da sind wir auch ganz froh, dass wir das Ganze gelöst haben. Können wir die Sachen kombinieren. Was war das nochmal? Ein Notizbuch. Ach, mit den Rechenaufgaben, okay. Ach du liebes bisschen. Eieiei, die möchte ich kaputt schneiden, die Rechenaufgaben. Okay. Keine Musik? Haben wir denn hier? Hier haben wir doch den Korken, wo irgendwas drauf ist. Aha. Diese Zeichen hier, die verunsichern mich da drauf. Korken. Hier diese Zeichen da. Da haben wir hier noch eine Angel, haben wir. Wahrscheinlich ist das jetzt der Moment, wo man in der Geschichte hätte müssen aufmerksam lauschen, um weiterzukommen. Wahrscheinlich gab es irgendwie den Hinweis. Bla bla bla, mit dem Korken, den stecke ich mir in den Hintern und dann brauchen die Außerirdischen auf. Weil der Korken nämlich eine getarnte Antenne ist. Und die retten mich dann von dieser Insel. So ist das im großen Spiel gelöst. Hm. Bin ich hier überhaupt im Bild hier? Sieht man meine ganze Schönheit? Ja, gut. Ich kann nach hoch gucken. Guck mal, ich kann hoch gucken. Was meinst du, ist das gut verpackt? Dein ja. Tischblatt geht eher kaputt. Ja, glaube ich auch. Okay, gut. So, hier haben wir. Vielleicht haben wir hier was wir sehen. Ein Eimer. Lass das. Ah, jetzt kommt wieder die mysteriöse Musik. Nein? Moment mal. Kann ich vielleicht im Eimer angeln? Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Ich kann in den Eimer, in den Reimer auch. Der frische Reimer Eimer. Werf mal alles in den Eimer mal rein. Nee, da bringt nichts. Ach guck mal, jetzt haben wir hier ein. Ach guck mal, da ein Rätsel. Was sagt uns das Ausrufezeichen, das Fragezeichen? Der improvisierte. Ja! Das habe ich doch vorhin schon. Das ging ja nicht. Improvisierter Kompass. Wenn man ihn auf den Eimer, auf den Brutzler. Ja, der improvisierte Kompass könnte funktionieren, wenn man ihn.
auf den Eimer auf den Bootsanleger legt. Ja. Ich weiß, wie man einen Kompass baut. Hier, so, da durch. Boom. Das würde nichts bringen. Oh nee, es ist auch nicht, dass ich das von der Seite, dass das genau hier. Korken. Oh nee, Alter, was? Muss ich das jetzt? Ja, warum nicht? Aber dieses Stück, das ist nicht sehr hilfreich. Durchstechen, Mann. Durchstechen. Oh, jetzt muss man das jetzt so ausrichten, dass... Wo ist der andere Korken hin? An dieser Stelle ist es nicht sehr hilfreich. Wenn wir mit dem Messer kaputt machen, keine Ergebnis. An dieser Stelle ist es nicht sehr hilfreich. Muss ich das umgekehrt machen? Muss ich vielleicht das Ding... Stelle ist es nicht sehr hilfreich. Muss ich das einfach jetzt dann nicht, dass ich den Korken einfach in den Eimer legen muss und dann die Nadel drauf lege. Vielleicht meint er das mit an dieser Stelle ist es nicht sehr hilfreich. Ich glaube nicht, dass das sehr hilfreich ist. Scheiße, was halt noch mehr kaputt? Geht auch nicht. An dieser Stelle, ich glaube nicht. Ja, an dieser Stelle, ich glaube nicht, dass es sehr hilfreich ist. An dieser Stelle. An dieser Stelle. An dieser Stelle ist es nicht sehr hilfreich. Ich glaube, an dieser Stelle glaube ich nicht, dass es sehr hilfreich ist. Also die Nadel muss ja eigentlich magnetisiert sein, das ist ganz wichtig. Ne? Das ist eigentlich die Voraussetzung für so ein Kompassding. Dann kann man nicht einfach so ein Metallding drauf machen, das muss schon magnetisiert sein. Und bekommt man sowas magnetisiert, kann ich vielleicht mittels der Angel und dem Draht hier mir so eine Art elektrische Spule irgendwie... Stelle nicht sehr hilfreich. Was habe ich übersehen? Ich habe ein Stück Korken. Mit dem Messer lässt es sich nicht mehr bearbeiten. Mit diesem schönen Messerlein. Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Der improvisierte Kompass. Er redet hier schon, als hätte ich schon sowas. Ich glaube, die Antwort lauert da, wo irgendwie elektrisch was ist. Ich muss das irgendwie elektrisieren, irgendwas. Kann ich am Kupferdraht die Nadel elektrisieren? Geht das? Sieht irgendwie so aus, wie es funktioniert. Was passiert?
Ein Safe, aber das interessiert uns natürlich nicht. Nee, hier ist sonst nichts. Eine Kette. Ich würde sagen, hier sind wir auf jeden Fall durch in dem Raum. Hier gibt es nichts. Da sind wir durch. Nächster Raum bitte. Komm, gehen wir gerade mal hier hoch. Genommen. Memo 00289, August 9th, 2010. Good Lord, we're here to study Tau Energy. That builds a machine for traveling to parallel worlds. This project has started to become a real obsession for Professor F, and I'm afraid heads will roll when Hexacorp discovers where their money has gone. The sooner they find out that my team and I are in no way connected to this madness, the better it'll be for all of us. Aaron Velasquez, Research Assistant. Tau-Energie. Okay, ich kann schwören, dass ich das jetzt im Auge habe. Huch, was ist mit dem Wasser hier? Also hier ist sonst nichts. Oh. Ich brauche etwas Größeres. Eine Angel. Komm, die muss man doch irgendwie ausfahren können, die Route hier. Kann man das vielleicht? Man kann doch hier gar nichts bewegen oder so. Gar nichts hier. Da ist doch Faden drin, oder nicht? Wenn ich den doch einfach da so spanne. Wie funktioniert das, so eine Angel eigentlich? Plop. Plop, aufmachen. Ein Messer, vielleicht brauchen wir ein Messer, um eine Angel zu öffnen. Moment mal, sind in dieser Taschenlampe nicht Batterien drin? Wieso ist denn jetzt die ganze Zeit an? Was soll denn der Quatsch? Wie unnötig. So. Kann man die aufdrehen? Dreh die auf, hol die Batterien raus und magnetisiert die Nadel mit der Batterie. So. Nimm das. Gefundener Gegenstand, Batterie. Na also. So. Come on. Das war doch genial, die Idee, oder nicht? Muss ich das jetzt irgendwie... Messer magnetisieren. Ist noch was drin hier, ne? Ah, muss ich... Komm schon.
Oh, das war jetzt genial hier. Schöner Funken. Wieso geht das nicht? Macht man das so? Magnetisiert man so Gegenstände? An einem Pluspol? Ein Pluspol magnetisch? Kann ich mir einen Elektromagnet bauen? Machen wir weiter. Hä? Ja, schon wieder eine Erinnerung. Wieso sind denn... Report from August 25th, 2009. The Hunapus is a number system inherited from the ancient Mayas that is based on a vigesimal system composed of 1 to 19. Each figure is written with a combination of dots and lines. One dot represents a unit, and a line equals 5 units. To represent numbers above 19, the Mayas added another figure above the first. Ross Randall, ethnologist. Ich frage mich, wieso da immer, also das irgendwas ist so komisch verpackt. So, hier ist ja, hier kommt man da rein, hat man nur hier die Kiste vorgeschoben. Hier ist immer offensichtlich das Finger. Bedeutet das, ich kann das Ding irgendwie bewegen? Messer vielleicht? Hmm.
nochmal das Boot. Haben wir auch wieder einen Erfahrungsbericht hier. Viechern ist das repariert werden muss. Was mache ich denn mit dieser Batterie? Moment, das ist aus Metall, aber das. Na, ist, mein Mann läuft planlos hin und her. Hallo? Okay, irgendwie, ich kann doch mit Kupferdraht und Batterie kann ich doch was Geiles machen. Da kann ich Funken erzeugen. Ja, das haben wir alle schon gesehen hier. Wir können gerne nochmal hier reingehen. Und nochmal uns überzeugen, dass hier nichts ist. Eine Batterie, vielleicht sollten wir sie mal genauer untersuchen. Ich werde jetzt nicht diese Batterien ins Wasser werfen. Eine Batterie. Improvisierter Kompass. An dieser Stelle ist es nicht sehr hilfreich. Ich bin jetzt gerade etwas planlos. Thank you.
Moment mal, was ist das denn? Eine Hand. Ich lasse ihn lieber hier. So, ich werfe jetzt doch die Batterien in den Eimer. Okay. Also man könnte durchaus, also damit mit Kupferdraht und einer Batterie kann man auf jeden Fall einen schönen Funken machen. Ne? Die Frage ist, was bringt uns das? Wir waren in diesem engen Haus noch mit drin. Deswegen gehe ich jetzt gerade nochmal rüber. Stand da nicht so ein Explosionsfass? Flammable, hier. Aber es gibt hier keine Interaktionsmöglichkeit. Das, also ich könnte theoretisch... schon ganz cool. Also, aber will ich das Haus abbrennen, ist die Frage. Hey. Gibt es da hinter dem Haus vielleicht noch irgendwas? Unter dem Haus. Es muss hier. Hier muss das nächste. Diese Fässer hier sind schon sehr... Schwierig, schwierige Sache. Eine Batterie. Jetzt sag bitte nicht, dass ich die Batterie wieder in die Taschenlampe machen kann. Okay. Bitte warten. Hm.
dieses Objekt irgendwas drauflegen? Das sieht ja... Kann ich ja nicht mal. Ich kann ja nicht mal was drauflegen. Was ist das so fies? Dann sieht ich das als so eine Art Mühle hier auch Dinge malen kann. Nutzen können. Was sind die Orgelpfeifen? Die haben wir ja schon gelöst. Etwas befindet sich auf dieser Seite. Etwas befindet sich auf dieser Seite. Wie auf dieser Seite? Etwas befindet sich auf dieser Seite. Ja, dann mit dem Messer von mir aus, oder? Ja, dann guck doch. Das haben wir ja auch schon. Das haben wir ja auch schon. Oh, du alter Pappedeckel. Das haben wir schon alles gelöst hier. Das sind die Pfeifen aus Metall. Was bringt mir das? Der Kompass. Jetzt sage ich, dass das genau so gehalten werden muss. In dem Winkel, wie die Nadel hier angezeigt wird, damit er sagt, ja, an dieser Stelle ist es gut. So kann man das Ding nämlich gar nicht drehen so richtig. Was brummt hier? Wo kommt das her? Kommt vom Spiel. Soll das so? Also ich habe gelernt, wenn man Metall nur eine Richtung so,
Dann magnetisieren wir das. Ist das eine langweilige Folge, ne? Was war das? Okay, drauf geschissen. Bevor ich jetzt hier noch 20 Minuten weiter suche, wenn ich jetzt mal kurz in der Lösung gucke, tut mir leid. Ich meine, ich würde überlegen. Ich würde ganz toll überlegen.